Im Spitzenspiel der Gruppenliga kam der gastgebende Zweite SG Bad Wildungen-Friedrichstein gegen den bisherigen Tabellendritten Eintracht Waldeck zu einem verdienten Heimsieg vor 220 Zuschauern und bleibt damit dem Tabellenführer FC Körle dicht auf den Fersen. Danach sah es allerdings in der ersten Halbzeit überhaupt nicht aus. In einem wahren Fehlpass-Festival schaffte es keine Mannschaft, eine klare Linie ins Spiel zu bringen. Ein Spitzenspiel sieht anders aus. Gerade das Team aus Waldeck machte nicht den Eindruck, als ob es die Partie überhaupt gewinnen wollte. So waren denn auch die Torchancen absolute Mangelware. In der Pause traf Wildungens Trainer Döring wohl den richtigen Ton, denn sein Team zeigte sich anschließend um einiges konzentrierter. Es war zwar immer noch eine schwache Begegnung, aber durch das 1:0 durch Krollpfeifer in der 63. Minute kam zumindest ein wenig Feuer rein. Auch wenn sich das in diversen Fouls widerspiegelte, so auch in der 76. Minute, als Sacher Lehmann den Wildunger Carsten Laun im Strafraum zu Fall brachte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kramer zum 2:0. Der Wildunger Heimsieg schien schon in trockenen Tüchern zu sein. Allerdings sorgte Christoph Schlömp mit seinem Anschlusstreffer aus einer beeindruckenden Distanz noch für ein wenig mehr Spannung. Ein Treffer aus dem Nichts. Und dann in der vorletzten Spielminute noch ein Angriff der Waldecker. Dennis Kuhnhen hatte den Ausgleich auf dem Fuß, aber Julian Schneider hielt den verdienten Sieg für Wildungen fest. Eintracht Waldeck ist mit der knappen Niederlage noch gut bedient, wenn man auf das Chancenverhältnis guckt. 11:3 für die SG Bad Wildungen-Friedrichstein, die ihren Ansprüchen auch nicht gerecht werden konnte. Klar, das ist natürlich, ja, da hast du schon recht, das sind halt dann genau die Spiele, die man dann letztendlich auch gewinnt. Aber wir sind am Anfang der Saison, vielleicht liegt das auch daran, dass dann noch viele Fehler passieren und die Saison ist noch lang und das ist jetzt keine Garantie dafür, nur weil wir heute so ein knappes Spiel dann gewonnen haben, dass wir dann bis zum Ende oben stehen. Wir müssen immer weiter arbeiten im Training und dann natürlich die Dinger dann auch immer weiter gewinnen. Ne? Und das wird schwer genug.